Guten Tag, meine lieben Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und wir sind gerade im CW, gerade haben sich auch die Schwerter so ein bisschen bewegt und da gucken wir mal rein. Wir haben einen Angriff von Markus, also unserem zweiten, auf den Gegner Red, der verteidigt. Ja, im Town 08 Bereich, mal gucken, was da geht. Ich würde mal sagen, der King wurde richtig platt gemacht. Der wurde auf jeden Fall platt gemacht und das hätte er sich, denke ich mal, auch nicht so vorgestellt. Würde ich jetzt mal tippen, okay, jetzt sind die CB-Truppen so gut wie down. Wir haben natürlich noch schön die Schweinchen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Riesenbombe entdeckt. Und dann geht der bestimmt komplett rein und will rasieren. Klar. Ah, eventuell ein bisschen weiter rein. Aber wie gesagt, ich halte mich da ja sonst raus. Weil die halt relativ kurz dann nur in dem Heal waren. Aber wenn er den letzten jetzt nicht so extremst fail droppt, sollte das eigentlich passen. Hier ist noch ein Magier am Start, ein Gole. Ach ja, passt. Passt. Ja, auch wieder, denke ich mal, oder? Ein klein bisschen zu. Ich meine, klar, wenn die Schweine jetzt gleich wieder zurückrennen, dann okay. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, okay. Die sind die ganze Zeit im Heal gewesen, sagen wir es mal so. Wird eine knappe Kiste hier? Wird auf jeden Fall eine knappe Kiste. Wir haben hier noch einen Hock. Der Golem, den brauchen wir nicht als Hilfe zählen. Das wird nichts. Das wird definitiv nichts hier. Und dann würde ich mal tippen, wenn wir jetzt mal in Anführungsstrichen weiterspulen, ich mache das dann einfach mal, da würde ich mal sagen, irgendwie was mit, naja, 65%, na, 66% vielleicht, sowas in dem Dreh. Ja, da hat aber endet bei 67%, da ist die Zeit dann zu Ende gewesen. Und wie gesagt, selbst wenn die Zeit noch länger gelaufen wäre, wäre da nicht mehr wirklich viel gegangen. Die wären dann so gut wie down gewesen. Ansonsten gucken wir mal rein. Sonst, wenn man jetzt sieht, 4 und 10 Sterne passt eigentlich. So, gucken wir mal rein. Ja, da am Anfang bieten sich halt wirklich die Lufttruppen an, ganz klar. Dass man da halt richtig schön, auch mit Loons noch, geht das auch einwandfrei. Man hätte der Gegner jetzt hier noch ordentlich Magier drin gehabt, wäre das auch noch was anderes gewesen. Aber die Drachen, die halten halt schon echt extremst viel aus. Also das passt, da sind auch wenn die auf Level 2 sind, sollten die mit der Base locker einen Overkill bringen. Und hier sehen wir es ja, hier ist Overkill ohne Ende. Wir haben noch, was haben wir hier? 3, 7, 8 Drachen noch, richtig? Also da easy peasy mit so einer Base. Klar, da kann man als Gegner auch nicht wirklich was machen. Das sollte klar sein. So, ich will natürlich logischerweise auch wieder was zu meiner Base sagen, dass ihr halt da wieder Bescheid wisst. Wir haben es ja jetzt so, dass wir noch knapp die 5 Tage, also steht ja da 4 Tage, 19 Stunden haben. Und mauertechnisch bin ich super, super zufrieden mit, bin ich richtig gut weit gekommen. Das ist in Ordnung, habe ich nur noch 4 Mauern und habe jetzt auch nicht die ganze Zeit nur gesuchtet und habe es sogar geschafft, das war mein Hauptaugenmerk bzw. mein Hauptanliegen, habe es sogar schon geschafft, dass ich hier die erste Kaserne auf Level 11 gestartet habe, dass ich dann halt eben den Babydrache dann auch zur Verfügung habe und mir da nicht so viel Zeit verloren geht in der Zeit dann halt, wenn ich dann eben schon auf Town Hall 10 bin. Und dann werde ich mal gucken, also hier die Mauern, sage ich mal, das sollte nicht das Thema sein. Das heißt also, hier habe ich noch 1, 2, 3, 4 und dann sind wir damit komplett durch. Also das hat sich einwandfrei gemacht.
Ja, jetzt muss ich wieder was dazu sagen. Ich will, denke ich mal, ich dachte auch, oh, na ja, bringst du das mal. Also erstens, heute habe ich mich halt hingesetzt. Also heute haben wir Montag bei mir. Ihr werdet das Video erst später sehen. Aber ich war irgendwie um 17 Uhr oder sowas, war ich fertig mit der Arbeit und dachte mir, also war dann schon hier in der Unterkunft und dachte halt auch, oh gut, okay, komm, jetzt kannst du machen und so. Und war dann aber echt so müde, habe mich echt nochmal hingeknallt und wirklich 2 Stunden später haben wir es jetzt, also jetzt ist es irgendwie kurz vor 8. Ja, und dann habe ich mir gesagt, gut, okay, jetzt kannst du noch was bringen, weil wirklich bringt halt nichts, wenn man da irgendwie am halb einschlafen ist und wirklich dann nicht den Spaß dabei hat. Das ist Quatsch. Das bringt gar nichts. So, und guck mal, hier ist es halt einfach wirklich immer wieder so, auch bei so einen Sachen hier, wenn man jetzt sagt, naja, aber das hat sich ja nicht wirklich gelohnt, man muss dann immer wieder in Verbindung sehen, dass ich kurz vorher eh schon Angriff gemacht hatte mit dem und dann den Rest einfach nur noch verballert habe und dann da halt eben noch ein bisschen was mitgenommen habe. Wenn ihr euch das gebt, hier zum Beispiel auch wieder 600k insgesamt, wo ich mir echt sage, also ich will da nicht meckern. Jeder sagt natürlich dann auch, ey, bist du bekloppt? Ich meine, sei doch froh, dass du so einen Loot findest. Ich starte einfach nebenbei mal. Sei doch froh, dass du so einen Loot findest. Das bin ich auch natürlich auf jeden Fall. Ich bin froh, dass ich den Loot finde. Alleine schon, weil ich halt eben dann alles ausmaxen kann und so. Aber ganz ehrlich, da stehen wir irgendwo an einem Punkt, wo eventuell wieder ein bisschen was passieren muss. Weil, guck mal, wenn ich... ich sage jetzt mal wirklich, unter 20 Mal klicken bin, also sprich, ja, 20 Gegner weggeskippt habe und dann einen Gegner finde, der inaktiv ist, wo ich den richtig halt leer machen kann. Naja, wo hier seht ihr jetzt, ihr habt es gesehen, was weiß ich, 5 Mal, 6 Mal, 7 Mal skippen oder sowas und ich hab so einen Gegner. Naja, dann brauche ich halt auch keine Truppen ausbilden, die hier wer weiß wie viel kosten. Klar, logisch. Ich meine, weil wenn ich alles geschenkt bekomme, dann brauche ich das nicht. Klar. Und dann wäre ich ja schön doof, wenn ich da dann in Anführungsstrichen gute Truppen ausbilden würde. Oder, klar, ist es für ein Video zum Zeigen, naja, nicht so wirklich. Ich meine, klar, ist natürlich cool, dass das immer gut besser noch passt mit den Kobis, dass ich da schön am Gegner ragen bin, klar. Aber, weiß ich nicht. Also muss man halt gucken, dass das dann halt wirklich von den Truppen her wirklich, nee, andersrum, dass es vom Loot her dann auch wirklich weiterhin ordentlich bleibt. Und nicht zu easy ist sozusagen, sage ich jetzt mal. Hört sich doof an, ich weiß. Sonst sagt man nur, oh, kein Loot, kein Loot. Das ist jetzt momentan nicht so ganz der Fall. So, da haben wir was. Dann würde ich mal gucken. Nee, hier können wir nicht so ganz easy rein. Ich würde gerne... Na, nee, den rennen sie dahin, genau. Mal gucken. Ich will auch keinen Rage. Ihr habt es am Anfang wirklich gesehen. Ich schön den Rage rein. So, hier, das muss definitiv reichen. Ja, genau, einmal frei weggenatzt. Und dann lasse ich den erstmal weg, sondern... Na, dann rennen sie da zum Lager. Das ist auch doof. Nee, dann gehe ich das Risiko ein, dass ich da mit der Queen in Kontakt komme. Aber hau ich die hier einfach mal weg. Bitte, 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 bitte. Komm, Minenwerfer, ja. Ausgetrickst, passt. Super, einwandfrei. Ist in Ordnung. So, weil, Problem hier. So, Problem wäre halt einfach hier. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, also ich habe jetzt nicht so weit geskippt. Ihr wisst ja selber, die Minen habe ich ja noch weggenommen. So, folgendes Problem. Der oder der. Ich meine, klar, der ist nicht ganz so voll wie der andere. Sehe ich ein. Aber anderes Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel von hier komme, laufen die halt eben auch noch dahin, sage ich mal. Und der Weg ist halt eben auch sehr lang, sage ich mal. Und hier ist er relativ kurz und ich kann durchgehen. Von hier aus könnte ich es gar nicht machen, dann wären sie nämlich höchstwahrscheinlich gleich aufs Lager gegangen. Und deswegen habe ich halt von unten angegriffen. So, dann haben wir das. Wenn wir uns hier gerade im CW befinden, werde ich hier auf jeden Fall mal die dunklen Kasernen upgraden und dann halt wirklich einfach mal Valkyren, weil hier Valkyren gerade richtig heftig gefordert werden, würde ich die halt einfach mal nebenbei noch machen. Einfach, dass man den Clan da wirklich nochmal unterstützt, dass man da einfach wirklich sagt, gut, okay, komm hier. I do it for the clan.
So Leute, und hier sind wir mal wieder bei meinem zweiten Account, dass ihr den halt auch mal wieder seht. Da ist ja so ein bisschen was am Machen, aber ist jetzt nicht so, dass ich da hardcore-mäßig dabei bin. Ich bin ja im Bohrer halt klar am Upgraden, logisch. Und ich hatte mir den Expo habe ich mir ja schon so weit gegönnt gehabt. Das war ja soweit fertig. Ich probiere und ich bin jetzt überlegen, mache ich das jetzt, weil der Loot halt eben teilweise richtig gut war, dass ich den nächsten Expo auch gleich auf 2 mache. Dann hat man schon mal so eine relativ hohe Ausgabe von 5 Millionen schon mal gleich weg. Das ist gar nicht so verkehrt, denke ich mal. Wie seht ihr das da? Also ich denke mal wirklich jetzt dieses Kleinzeug hier, so 3,2 Millionen, okay. Da hatte ich mir auch hier für die... hier nochmal den Minenwerfer gegönnt. Das hat auch ganz gut gepasst. Aber ja, da weiß ich noch nicht so ganz, wie das weiterläuft. Mauern, wie gesagt, bleiben erstmal da komplett auf 8. Beziehungsweise, ja, hier wisst ihr selbst. Seht ihr selbst. Ich muss mal gerade gucken, wann könnte ich die Queen wieder machen? Ich könnte auch nochmal ein bisschen meinen Fokus setzen auf das Dunkle, dass ich da halt wirklich nochmal das Dunkle wegnasche. Was hat er gebaut? Er hat die... Okay, also ich gehe mal davon aus, dass er sich gesagt hat, gut, okay, ich werde auf jeden Fall inaktiv sein und bin einfach mal ganz dreist und packe mal schön die Lager draußen hin und dann die Minensammler drin. Sollte mich nicht weiter stören, ich greife den trotzdem an, auch wenn der Loot jetzt nicht fantastisch ist. Alter, der hat sogar, yeah, der hat sogar CB-Truppen drin. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich drop die hier mal einfach alle rein, die ganzen kleinen Goblins. Und dann gucken wir mal, was wir hier so in der Zeit reißen. Wieder ohne Rage. Weil so viel Elix ist es halt auch nicht, was ich da bekomme. Da will ich nicht extra noch alles andere raushauen. So, ich denke mal, die sollten hier innen drin alles klar machen. Na, obwohl, ich hau da mal lieber nochmal eine zweite Fuhre rein. Ja, sieht so aus, als wäre es gar nicht so unclever, in den Bereich reinzugehen. Da gab es ein bisschen mehr Loot, als wenn ich die Lager angegriffen hätte. So, dann seid ihr auch wieder so ein bisschen auf dem neuesten Stand, wie es aussieht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann wünsche ich euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.